die Schweine, denn jetzt kommt Pogs Play Minecraft. So. Jetzt können wir hier so Behilfsleitern eigentlich ja mal abbauen, Treppen meine ich, ne? Ja, ich meine, wir sind, haben jetzt zwischen den Status von einem halbfertig. Ja, fertig. Wollen wir mittlerweile auch mal unsere Betten verlegen? Mittlerweile mal schon eingesehen. Ja. Ich bin dafür, wir designen diese Folge mal unsere, also machen unsere Zimmer ein bisschen. Und wisst ihr, was ich jetzt gönne? Ich gönne einen Haupteingang. Also, weil wir noch keine Slimes haben, mache ich da jetzt erstmal eine Junge, du hast mein Andi, du hast mein Bett genommen. Nein, achso, gib mir mein Bett zurück. Ja, Entschuldigung, so richtig. Wer hätte in meinem Bettchen geschlafen, wer hat aus meinem Becherchen getrunken, aber. So, ey, wir haben hier 6 Kürbisse. Eine Haupttür. Eine Haupttür. Eine Haupttür. Aus Holz. Oder warte mal, oder wollten wir nicht mal eine Schiebetür einsetzen? Ja, aber wir haben keine Slimes, habe ich gerade 3-mal gesagt. Ach ja. Ich vergaß. Du vergaßt? Ja. Gibt's eigentlich noch gelbe Schafe? Schlechter Wort. Weiß ich nicht. Und wenn ich mach dir welche. Junge Andi, gib mir bitte Suppe. Ich hab noch 1,5 Hungerdinger. Wo ist die Suppe hin? Ja, Kian hat 2 Schalen, die musst du mir auch nochmal wiedergeben. Abgelehnt, sind in der Kiste. Ah, gut. Wie hattest du das gemacht, Däum? Du hattest so Bindestriche drüber, ne? Nein, Sternchen. Echt? Nein, hattest du nicht, ganz sicher. Junge, wo, was willst du denn überhaupt? Namen? Ja, nee, mach Sternchen. Namensschilder mal an die Türen machen. Wie machen? Einfach Striche drüber. Ja, in die oberste Zeile Striche? Nein. Ja, oberste Zeile Striche, dann mach Name. Sternchen, glaub mir. Sternchen. Nein, das ist gay aus, wetten. Ich bestehe auf Sternchen, probier's einmal aus. Oh, und ich will dann noch sehen. Ja, okay. Hier ist kein gelbes Schaf mehr, was soll der denn? Und dann in welche Zeile den Namen? In die zweite? Yep. Und in die dritte wieder Sternchen? Ja. Bist du sicher? Guck mal. Nein. Das ist die Kacke aus. Warte, guck, ich komme. Ja, ich komme. Wie viele Zeilen gibt's überhaupt? 4. Alles. Dann die Sternchen in die unterste und Kian und den Rest zu lassen. Du färbst gerade nicht scharf um, oder? Hä? Du färbst gerade nicht scharf um, oder? Ich werde jetzt eins umfärben, oder aber 2. Aber kein grünes. Ja. Du hast aber noch nichts umgefärbt, oder? Nein. Ja, das sieht besser aus. Grün bleiben. Und wenn wir, ich bin dafür, dass wir irgendeinen Raum, dann müssen wir Türen machen. Warum? Weil es, also erstmal, weil wir es können. Und weil es geil aussieht. Ah ja. Däumen unten hatten wir Bindestriche. Ja, unten hat ja auch. Hä? Wie, wo ist denn unten? Ja, unten über den Betten hatten wir Bindestriche. Ist schon. Ja, weg. Das war provisorisch, das habe ich auch so nicht gemacht. Wer war denn so hobbylos und hat dir das Schild hingemacht mit den Koordinaten? Komisch, weiß nicht. Wer war das wohl? Maybe, Andi, du hast dein Schild gezogen, ich kann dein Namensschild nicht umsetzen. Ich weiß. Das geht nicht. Ich kann es dir aber gerne geben, wenn du möchtest. Gib mal her. Ich bin der offizielle Raumverteiler. Ich habe beschlossen, dass die Dinger sozusagen Mitte, also immer zur Mitte hin hinkommen. So. Zur Mitte hin hinkommen? Ja, kannst ja gucken, dann siehst du, was ich meine. Jetzt stabilisiere ich mir noch ein Streichholz, ein Licht. Streichholz? Gibt's irgendwo noch Kohle? Ja, im Ofen. Toll. Stibitze ich mir jetzt hier noch ein paar Streichhölzer. Da wir ja gerade so low sind. Andi, gib mir die grüne Wolle. Wo seht ihr? Hast du jetzt welche? Weiß ich nicht. Ich werde jetzt gleich nachgucken, wenn ich draußen bin. So. Nein, ich habe keine grüne Wolle. So, was machen wir denn mal Schönes? Erstmal ein Bett. Warum hast du gelbe Wolle eingesammelt? Nein. Musst du aber. Wieso? Wie können denn auch so viele Schafen nur 3 gelbe Wolle rausgekommen sein? Bei mir sind auch nur 2 rausgekommen aus 2 Schafen. 10, 11, 12. Mach dir ein Doppelbett? Nee, oder? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Wenn symmetrisch sein muss. Also ist es eigentlich egal, welche Farbe es ist, oder? Ja, für Betten schon. Ich habe aber noch Betten, keine machen. Gut. Ich kann euch jeweils noch ein Bett geben, dann habt ihr auf jeden Fall 2. Guck mal, wie geil mein Raum jetzt schon gewollt ist. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nur eins mache. Hier hinten ist ein Loch in unserem Haus, das wisst ihr. Ach, so ein hässliches. Nö. Ach so, doch, ja, kann sein.
5. 1, 2, 3, 4, 5. So müsste das mäßig sein. Aber man kann sie nicht viel in den Raum reinmachen, weil dann sieht das bei uns kacke aus. Versuchen wir mal sowas. Moin. So. Warum die Schafe sind kaputt? Warum sind sie kaputt? Das ist kaputt. Sie wachsen nur nach. Ja, es geht auch nicht so fast. Guck mal, Däumen, sieht das aus? Oh ne, doch nicht. Wo bist du denn? In meinem Room. Sieht, weil ich baue mir meine. Sieht noch so kalt alles aus, deswegen gönnt man sich erstmal irgendwas. Und was brauchst du denn überall hier Dirtleitern hin? Echt mal, sowas brauchen wir nicht. Aber dann mach eine richtige Treppe hin, wo du meinst, wir brauchen eine. Wo bist du denn? Ich war gerade mal, warte mal, wo habt ihr denn eine Dirt-Treppe noch hingebaut? Dann können wir doch gucken, ob wir da vielleicht eine richtige hinbauen können. Und dann hör auf, durch mein Zimmer zu gehen. Bin ich durch dein Zimmer gegangen? Natürlich. Ja, was weiß ich? Ja, es ist... So, okay. Hey, du meinst dieses Holzdings da drüber? Ja. Cool aus. Sieht witzig aus auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir wirklich nochmal eine Treppe hier an der Seite von unten nach oben machen. Ja, aber irgendwie so, dass es vielleicht nicht gerade an den Glasdingern lang geht. Ja, aber es geht nicht anders. Irgendwas müssen wir ein bisschen verkleinern noch. Genau. Was machst du da? Ach, ich erweitere. Vergrößerung. Ja, wollen wir hier jetzt noch eine Treppe hochmachen oder was? Ja, würde ich sagen, weil... Wollen wir es einfach so auf gleicher Höhe machen wie da oben die Treppe? Andere. Also so, dass das so synchron da drunter ist, oder? Du sagst immer synchron. Synchron, ja, so... Obwohl du meinst manchmal symmetrisch parallel. Und trotzdem sagst du synchron. Parallel. Ja, sag parallel. Sag einfach ein anderes falsches Wort. Es wird schon richtig sein. Yay! Mein Schneemann ist fertig. Emil? Ja, Emil ist... Returns from the Underground, back for more. Kennt ihr ja bestimmt aus unserem Vorstellungsvideo immer am Anfang. Emil und das Rappun. Okay. So. Yay, yes, endlich hat unsere Farm hier Früchte getragen. Ey, aus irgendeinem Grund habe ich sogar noch ein Bett. Was soll das denn? Ja, habe ich da hingestellt, habe ich doch gerade gesagt, Andi. Ich habe auch noch eins im Inventar, woher habe ich das? Ja, das hast du unten abgebaut. Dementia lässt grüßen. Auch wenn Andi sich immer noch fragt, wo die jetzt eigentlich herkommen, aber... Ja, also, ich kann das jetzt persönlich also, nicht Däum, so schnell nachvollziehen. Däum, ja. Wissen. Soll jetzt hier diese Treppe so sein, dass die... Ja, nee, ja. Warte, wollen wir sie nicht vielleicht so machen, dass die genau hier anfängt, dass man hier so rum... Bau dich mal hoch. Dass man einfach so perfekt rumgehen kann, hier so rum, so, und dann direkt hier wieder so runter. Das wäre doch optimal, das, oder? Dass hier quasi so Plattform gewinkelt für die Treppe. Da ist auf jeden Fall schon Plattform, dass man, ja genau. Warte mal. Tschüss. Hallo. Tschüss. Was ist da denn los? Tschüss. Warte mal, wie groß ist die hier? Die ist doch, genau, zweimal. Zwei. Warte mal, wenn man hier rumgeht, ja genau, und dann kommt da noch so eine Steinumrandung drumrum. Ja, wir brauchen noch mehr Gebackenen. Ich möchte mich übrigens bei Dena bedanken für die tolle Idee für mein Bett. Aha. Was hast du für ein Bett gemacht? Gleich stalken. Ja, Andi, gib mir eine hab Suppe, ich heute in Denas LP gesehen. Gib mir eine Suppe, bitte. Ach, das? Ja. Eine Suppe. Ja. Ui. Finde ich sehr gute Idee. Das Bett der Liebe. Ah. Andi, jetzt Suppe. Suppe. Ja, ich muss hier erstmal wieder rauskommen. Däum, haben wir noch irgendwo Stone Trappen? Du meinst gebrickte Stone Treppen, oder? Nee, ich meine, Schwachsinn, ich meine Holztreppen. Ich hab Holztreppen dabei. Aber es rennt noch nicht voll mir weg. Hinter dir. So meinst du. Oh, ist hinter mir. Ja, noch mehr. Zwei brauche ich immer. Warum so viel? Davon, ja, weil wenn man Essen braucht, Andi, hat man Hunger. Weißt du, und wenn man Hunger hat, dann hat man Hunger. Ist halt so. Ey, wir müssen uns hier mal genau in die Kitchen einhalten. Ich mach uns jetzt mal. Ja, Däum, komm her. Ich bin direkt neben dir.
Hast du noch Holztreppen, Däum? Ja, hab ich. Ich hab genug. Und diese scheiß Schafe, ey, die bringen keine Wolle. Brauchen wir überhaupt noch rote Wolle? Vielleicht fürs Wohnzimmer und so. Ja, aber ich färb erst mal unsere. Warte, dann färb. Auch noch eins grün. Warte ich mal nochmal. Hat einer noch Bone Meal? Hat einer noch Bone Meal, fragte ich. Nein. Andi, hast jetzt beide rote Schafe gelb gefärbt? Ja. Oder drei? Wie viel hast du rot-gelb gefärbt? Keine Ahnung, zwei. Die beiden, die feuert. Ja, dann färbe ich eins davon jetzt grün. Ja, kannst du ruhig machen. Ich habe jetzt, glaube ich, sogar genug gelbe Wolle. Däum, it's your turn. Treppen. Ja, also ich möchte erstmal kurz die Schafe ernten, dass die Stelle wieder nachweist. Was ist eigentlich in der oberen Etage hier? Ja, das ist gar nichts. Aber Dom, hast du jetzt schon alle gelben Schafe umgefärbt? Ich hab noch gar nichts umgefärbt. Gut, dann lass noch mal ein paar, weil ich brauch. Oh, Dom, dann gib mir doch mal die Treppen, bitte. Ich mach's doch gerade. Wie machen wir das jetzt bei. Dann müssen wir bei den Fenstern irgendwas ändern. Ja, können wir doch dann. Hast du noch Glass Panes? Ja. Die bräuchte ich dann nämlich auch. So, genau, richtig viele Treppen. Okay, dann kann man eigentlich auch Bilder mit farbiger Wolle machen, oder braucht man dafür weiße? Ich glaube weiße, oder? Das kann ich dir gar nicht sagen. Maybe, was machen wir jetzt hier? Andi muss seinen Weg verlegen, also den ganzen Berg. Ah, kein Griff. Hey, wieso? Ja, weil unser Dings da jetzt auf dem Gehweg ist. Ja, dann verlege ich den, macht der halt kurz ein. Aha. Es ist nicht mehr verstanden. Du hast sicher eine bessere Lösung. Der Weg macht einfach einen Schlenker und führt hier einen näher am Berg vorbei. Genau. So sieht's aus. Also erstmal die anderen alternativen Dirt-Treppen hier abreißen. Die irgendwo uns nirgendwo führen. Was halt immer hässlich ist. Hier ist übrigens auch so eine unverendete Bambuswand. Also. Oben? Ja, lass die. Junge, was machst du denn? Da soll Gras hochwachsen. Ach so, ja, das weiß ich ja. Junge, Alter, hast du das verkackt jetzt? Junge. Ey, da, ich hab nichts weggemacht, wo Gras drauf war. Dein Glück, ne? Dein Glück, ey. Junge. Ja, sag mir das doch mal einer vorher. Ja, hättest mal maybe nachgedacht. Tipp. Ja, maybe Dolm hat über so viele Dirt-Treppen hingespammt, dass man einfach nicht nachdenkt, sondern einfach nur aus Wut alles wegreißt. Aha, reiß dich gleich aus Wut weg. Das schaffst du nicht. Da war wieder richtig gut hier. So. So. Ey, da hab ich eine richtig geile Idee. Warum? Wo wollen wir jetzt immer unsere fröhliche Farm hin verlegen? Das überlegen wir hinterher. Wir müssen erst mit Hotel. Das heißt hier hinterher, das muss jetzt bald passieren, weil ich kriege hier jetzt schon wieder einen Flash. Ja, ich hab hier gerade vergrößert. Toll, Uwe. Warum vergrößerst du die? Die kommt eh weg. Junge, weil man einfach Aggression bekommt, wenn man diese scheiß Schafe hier dingsen muss. Das scheiß Schaf ist auf der Mauer. Und es büchst wegen dir wahrscheinlich auch noch aus. Jetzt bin ich schuld. Ja, das ist korrekt, dann hast du gut erkannt. Junge, ich dachte, dass man einfach, werden Schweine noch mal geschlachtet wird. Ja, ich hab sogar ein Schwert dabei. So, jetzt beginnt das Massenschlachten. Aber nicht alle, ne? Bis auf zwei. Endlösung der Schweinefrage. Andi, ruhig. Was? Sagt man nicht. Wieso? Ist das ein. Halt's Maul, Andi. Normaler Begriff. Nur weil er leicht belastet ist, heißt das nicht, dass man es nicht sagen darf. Doch. Lag. Was ist da denn los? So. Andi, du kannst keine Schweine schlachten. Warum? Weil ich es jetzt schon gemacht habe. Nein. Ja, ich war gerade noch mit Gravel abbauen beschäftigt. Und zu unserem Haus ziemlich überall Gravel. Ja, ne, das ist voll komisch. Irgendwie voll so eine Schicht runter. Eigentlich voll das scheiß Fundament, wenn man mal drüber nachdenkt. Tja, wir denken wenn man mal drüber nachdenkt, ist das voll das scheiß Fundament. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es auch scheißegal.
Richtig. Irgendwann kommt bei Minecraft richtige Physik hinzu und dann sind wir ganz schön gefickt. Und dann die Haus weggetragen. Sagt einfach. Ah, Skelettbogenschütze. So. Junge, kümmere dich einfach drum. Junge, ich zeig dir, wie man das macht. So. Ey, gib. Ah, ich hab noch einen Geist, gleich sogar. Hast du einen Pfeil? Nein, behalt den Knochen. Zu spät. Ach du Mongo, wir brauchen dich auch für die Hunde. Halt die Fresse. Ich werde jetzt ein paar gelbe Schafe umfärben. Weil ihr braucht doch eh keine. Nein, ich brauch noch ein bisschen was. Ja, okay, dann werde ich. Lass mich noch kurz scheren, dann kannst du sie, glaube ich, umfärben. Nein. Nein, wir müssen hier noch eine Lösung finden für von innen da. Ja, aber das machen wir mal. Wir müssen hier eine Tür auch reinmachen, das geht hier sonst nicht. Okay. Wir werden früher oder später. Ich glaube, dass ein Schafes ausge. Nee, doch nicht. Maybe ja, ja, ich habe eine Idee. Wir machen euch einfach einen schmaler. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Und nein. Dann oder nur eine Einzeltür. Ja, genau. Okay. Und dann machen wir hier. Die Toolbox. Wo ist die Tür? Oh, guck mal hier, unsere Kiste vom Anfang. Oh, hier ist. Oh, oh, hier ist noch alles möglich. No. Hat einer von euch nochmal hier Dings muss stone, dann können wir hier unter das Geländer, also quasi unter die Glasscheiben, nochmal stone machen. Dann sieht das so ein bisschen als Wegteile aus. Ich hab Stone. Hab ich schon. Okay, gut. Es sieht ja alles jetzt mit Style an. Das ist normal. Geil. So. Oh, ich muss was essen. Andi, hast du was zu essen? Ja. Zack, 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 schnell. Her, gib her, gib her, Andi. Andi, halbe Keule. Jetzt lass mal die Schafe nachwachsen, dass ich sehen kann, was gelb ist und was nicht. Andi, nimm die Schüttel. Andi, du. Gib mir alles grüne Wolle, was passt. So, ich werde jetzt das gelbe Schaf da mal umfärben. Was machst du? Ich will das umfärben, du Missgeburt. Entschuldigung. Aber das hast du jetzt richtig verdient. So, jetzt habe ich genug. Ey, ich habe genug Wolle jetzt endlich. Dann färbe ich jetzt alle um. Ja, kannst du ruhig machen. Aber mach auch ein paar weiß. Wir brauchen mal wieder weiße Wolle für Gemälde und sowas. Ja, mach ich. Das testet man jetzt mal. Ey, braucht einer von euch noch rote Wolle? Nein. Eigentlich jetzt so direkt nicht mehr. Wir brauchen. Weil Küche ist doch immer schön schwarz-weiß so, ne? Kariert. Ja. Den Boden, ja. Ich finde altmodisch. Das Einzige, was in dem ganzen Haus altmodisch ist. Sag mal, regnet das? Nein. Ich würde mal sagen, ab das ist der Bett. Richtige Moment zu schlafen. Ja. Und zwar in seinem Bett. Ja, was ist das für? Der Monster ist nearby. What the fuck? Ja, ich würde sagen, auf dem Dach. Ey, ich kann schlafen. Okay, ich komm mal gleich rüber, ja. Stell dir das ja, so bei, mir ist noch, bei mir ist noch ein Bett frei. Nee, das sind so Pedos, die oben durch das Fenster reingucken. Wie gesagt, bei mir ist ein Bett frei, also wenn Dolm schlafen kann, dann geht das. Ja, bei Dolm kann man auch nicht schlafen. Dolm, bring ein Bett von dir mit. Dolm, Monster ist nearby. Los, komm, hallo? Kian, wir machen es uns gemütlich. Nein, Kian, abgelehnt. Er muss sich ein Bett mitbringen? Ja, ja. Oh! Dolm! Gönn ich mir. Voll Pedo hier. Geh ins Bett. Oh, jetzt hör auf, rumzuspringen, das ist ja widerlich. Nun jetzt hör auf, mein Zimmer zu verunstalten. So, wenn wir jetzt hier diese Nacht überstanden haben, beenden wir die Folge. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.